Da liegt gerade auf dem Boden schon wieder ein alter Schlüssel. Diesmal werde ich ihn in die Brusttasche tun. Haha. Hatschi! Oh, schon wieder! Hey, wo ist er? Ich muss schon wieder niesen. Ah, wo ist er? So, da. Oh, wo ist er? Ich finde ihn nicht mehr. Einen Schlüssel verloren, schon wieder. Naja, was soll's. Man sagt, nichts ist billiger als umsonst. Billiger. Als umsonst? Ja, ist was? Kommt jetzt. Hier vorhin war da auch so ein Klickgeräusch. Mal gucken, was er darf, wie er hier den Schlüssel verliert. Hier. Ach so, der Hebel für die Falltür ist defekt. Das ist er. Wenn wir das benutzen, können wir diese Idioten aus dem Weg räumen. Was hast du jetzt schon wieder vor? Wieder irgendwelche Späße? Ihr werdet es noch bereuen, so etwas gesagt zu haben. Wer das Genie nicht ehrt, ist den Jill nicht wert. Meinst du damit etwa, wer den Jill nicht ehrt? Da, Klappe. Wie auch immer, der Hebel ist kaputt. Wenn wir ihn noch ein bisschen verstellen, ja, und später jemand drauftritt. Genau. Ha, genau. Wenn die Idioten drauftreten, macht es Bang und sie fallen runter. Ich bin doch ein Genie, ne? Ja, kannst mal sehen. Ja, lustig, lustig. Die fallen auch bestimmt auf so einem Scheiß rein. Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren. Allein deswegen werde ich es tun. Aber nachdem der Hebel verstellt ist, können wir nicht mehr rüber. Man soll sich nicht sein eigenes Grab schaufeln. Soll ich den Hebel betätigen? Ja, komm. Jungs, einen Schritt zurück. Ah, jetzt können wir... toll. Ey, ich wollte aber noch in die Richtung gehen. Ja, können wir jetzt vergessen. Wieso? Hat funktioniert. Jetzt laufen wir wieder zurück. Macht doch gar keinen Sinn. Tja. Ah, doch. Hier gab es ja noch den Weg nach oben. Ja, toll. Wenn wir mal da hinten erst die Leiter hochgekraxelt, da werden wir jetzt nicht erfahren, was da oben war. Ja, und irgendwie kommen die Soldaten trotzdem noch zu uns, obwohl wir die Falle da gelegt haben. Was machst du? Hier! Bam! Und... die machen so komische Geräusche beim Angriff. Ah, nee. Das Geräusch hat nicht gepasst. Bam! Ah, der macht doch keine Geräusche mehr, der ist ja jetzt kaputt. Ah, ja. Da machen die nächsten Gegner eben komische Geräusche. Das sind ja Esther-Soldaten in seltsamen Uniformen. Und Laguna findet die cool, er hat einen komischen Geschmack, muss ich schon sagen. Cool ist anders. Da ist die hier ist ein Stein. Können wir den rollen? Rumrollen lassen irgendwie? Und woher? Nach oben oder nach rechts? Das sind, glaube ich, beides Wege. Ja, was kommt denn jetzt? Natürlich schon wieder so ein Soldat. Angriff! Hoppidop! Hoppop! Bam! Ah, guck mal. Diesmal nur zwei Angriffe. Laguna hat's eben drauf. Ha. Ich habe ihn besiegt! Das gibt meist Erfahrung für mich. 70 Dollar. Gehen wir erstmal hier unten her. Alter, was ist das denn hier? Achso, hier geht's noch weiter. Hm. Man muss ja auch rätseln, wo das ein Weg ist zum Teil, ne? Ist ja schlimmer wie ein Final Fantasy 7. Speicherpunkt, das sieht schon mal richtig aus. Speichern wir mal, denn den gibt's nicht umsonst. Ein Speicherpunkt, der hat immer einen Sinn. Da geht eine Leiter hoch, aber da gehe ich nicht her jetzt. Nicht her, ja. Ich glaube, hier geht's zurück. Ich glaube, das hier ist der andere Weg. Hier mit den Felsen. Hahaha. Wow. Ach, guck mal. Esther-Soldat. Das war knapp. Das kommt davon, wenn du alles wie ein Kleinkind anfasst. Du solltest nicht so herumzappeln. Ist doch nicht so schwill, ist doch nicht so wild. Seid mir dankbar. Schließlich sind wir den Gegner losgeworden. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, bin ich genial. Welche zwei Fliegen? Frag mich nicht. Vita, ja. Brrr. Welche zwei Fliegen? Ja, weiß ich auch nicht. Der meint wahrscheinlich den Gegner besiegt und den Stein aus dem Weg geholt. Ha,
ein Esther-Soldat. Ja, ja, da ist er. Der will aufs Maul. Ditkaram. Obo! Stirb! Hey, hopp, hopp. Hopps. So, jetzt aber hier. Bam, Headshot. Was, er lebt noch? Ich mach das. Yeah. Der Kairos, der hat was von der Assassine aus Diablo 2. Die hatte ja auch so zwei Waffen. Voll geklaut. Alles geklaut hier. Sind wir schon wieder bei dem Klau-Thema. Ja, ja, ja. Wo sind wir denn hier? Alter, jetzt sind hier so rote Steine. Komisch. Ja, ja, wir laufen hier mal entlang. Diesen riesen langen Gang. Und ein Gegner, natürlich. Natürlich schon. Hier kommen, glaube ich, nur Esther-Soldaten. Mein Angriff gibt es hier gar nicht. Wegrennen? Ja, aber mache ich nicht. Was? Ich reiche dich! Nee, das mache ich schön selber. Oh, das war ein Crit von denen. Das war ja mal nicht schlecht, ey. 189. Alter, geht der ab, der Ward. Hat da wohl ordentlich gefrühstückt. 70. Bumm. So. Wo laufen wir hier nur hin, ne? Wo laufen wir hier nur hin? Oh, was ist das denn? Was ist denn das? Zwei Lunden und ein roter und ein blauer Schalter. Hm. Ein Auslöser für Dynamit vielleicht. Haha. Die blaue kürzere Lunte ist für den Fels hier. Und die lange rote für den Fels irgendwo da hinten, oder? Hey Laguna, was willst du? Sprengsätze zünden, von denen du nicht einmal eine Menge weißt. Das passt schon. Wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind, gell? Mag ja sein, So. Was mache ich jetzt? Rot. Rot ist mal besser. Oder? Hier sind wir sicher. Wir können ganz beruhigt sein. Wow. Ja. Ach, der Fels war das. Weg. Scheiße. Das war aber ein großer Knall. Von wegen, wir können beruhigt sein. Hm. Habe ich euch das nicht gesagt? Man sollte vorher die Menge des Dynamits überprüfen. Das habe ich doch gesagt. Ist doch egal. Uns ist doch nichts passiert, oder? Na, jetzt können wir hier weiter. Das sind Flachpfeifen, ne? Ich weiß nicht, drehen die hier einen Film oder sind das richtige Soldaten? Da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt reicht's aber hier. Mit den komischen Geräuschen. Ward, mach ihn fertig. Jawohl, Captain. Oder Herr Anführer oder ich weiß nicht was. Da das Soldaten sind, müssen die irgendeinen Rang haben und Laguna ist jetzt einfach mal der Captain. Und die anderen sind einfach Gefreite. So einfach ist das. Ich glaube, wir laufen hier wirklich zurück, weil jetzt sind wir, ja, hier. Hat uns das was gebracht, dass wir den Fels weggesprengt haben? Ist hier ein versteckter Drawpunkt oder so? Nee, nur Gegner. Oh. Wer will aufs Maul? Wer hat noch nicht? Oh, zwei Soldaten. Oh, 52. Ist ja mal, der geht ja mal ab, der Sack. Zack. Bam. Und schwumm. Einmal durchlöchern, bitte. Danke. Und nochmal das Ganze. Einmal durch Löchern im Gang 7. Jawohl. Oh, der lebt aber noch. Das war schlecht. Jubo. Jetzt reicht's aber hier. Nimm das. Der macht so komische so Bewegung. Guck dir das mal an. Sieht ja schon fast tuntig aus, die Bewegung von Kairos. Während der Bewegung. Finde ich jetzt mal so. Hier im nächsten Kampf können wir das vielleicht sehen. Wir gehen den Weg hier wieder, weil der war schneller. Der andere, der war irgendwie viel länger. Jetzt, guck mal, jetzt sind wir schon da. Bei dem anderen Weg, da sind wir da über die gelbe Brücke gerannt. Dann da durch den Kristalltunnel und hast du nicht gesehen. Und da, jetzt sind wir schon da. Wir werden jetzt aufs Maul. Oh, ein grüner. Überraschungsangriff. Ha. Am besten greift Laguna zuerst an, weil der am meisten abzieht. Verdammt, so viel zur Überraschung. Oh, Eisrad, das können wir, glaube ich, mal von den Klauen. Das heißt, wir sollten den nicht töten. Wir machen ganz viel Draw.
nicht töten. Aber schlafen könnte der ruhig. Ne, der hat gar kein Eisra. Wieso kann er das denn dann zaubern? Das macht gar keinen Sinn. Ist das eine Verarsche hier, ne? Ich kann Eisra zaubern, aber ihr könnt es nicht von mir ziehen. Das macht ja auch Sinn. Oh. Bumm. Nochmal speichern. Wir sind ja im Kreis gerannt, aber wir haben ja Level bekommen und ich möchte hier nicht gleich sterben, weil hier irgendein Endgegner oder so kommt vielleicht. So. Ach. So, ist das hier eine Leiter? Ist das eine Treppe? Das ist eine Treppe. Sieht aus wie eine Leiter. Ach, guck mal. Die Küste oder so. Toll. Ist das etwa... eine aussichtslose... Situation? Ja, sieht so aus. Wir sind in der Sackgasse. Aber wir sind noch an der Klippe, können wir ins Meer springen, theoretisch. Außer da unten sind ganz viele Felsen so spitze. Dann ist natürlich nicht so gut. Ja, schon wieder Schrotflinte. Nimm das! Und das! Und das! Oh. Kaputt. Ja. Peuschen. Mein Gott, ich hab Hunger! Ja, ich auch, der spricht mir aus der Seele. Ha! Was gibt's bei euch zu essen, Esther-Soldaten? Ein Doppelpack, lecker. Stirb! Ja, yeah, sogar ein Crit. Ja, oh, den nehme ich, bumm. Alter, 120. Machen mich fertig, die Viecher. Hört's aber her. Alter, ja toll, zwei Runden pro Gegner. Jetzt macht der wieder seine Eisradzauber, der Sack. Bam! Kacke. Schlitz, Schlitz. Durch Löcher. Ja. Und Ward hat's wieder im Rücken bekommen. Eisra! Geh doch kaputt, ey. Stirb! End! Lösch! Was? Noch immer? Seelen! Hallo? Was macht der denn? Zielschmerzen sind beide fast im Arsch. Seht mal, das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadia zurück. Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Dasche. Ich glaube, der wollte Dankeschön sagen. Oder so. Wie bitte? Es war schön. Ach so. Es war schön, Laguna. Kairos mit euch. Gelbe Karte, Ward. Sowas sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi in Zar. Na, willst dich rächen? Dann heb deinen Arsch. Kaugummi in Zar. Wow. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen. Normalerweise nennt man das Boote. Meinetwegen Boote, wir fahren damit nach Galbadia. Steht auf, jetzt steht auf. Es wird alles wieder gut. Stell dir mal nicht so an hier. Alter, hier, komm. Pass auf, ein bisschen Hilfe. Hier, ja, ob wir den Dicken hochheben können. Ja, guck mal, den kräftiger, wie wir aussehen. Hier, flöpp, Bauchplatscher. Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter. Ja. Natürlich, der springt. Oh, scheiße. Wollt runterklettern, aber stürzt ab. Die pennen noch immer. Aber anscheinend wachen wir jetzt wieder auf. Und der Squall, der sieht nicht aus, als würde er schlafen, als würde er auf Pirsch liegen. Ja, da sind wir wieder.
Oh, guten Morgen, da sind wir wieder. War das wieder Laguna? Laguna sitzt in der Patsche. Wie das wohl endet?